Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Ich habe mal so ein bisschen gelesen, in der Politik von Wilhelmshaven war zu lesen, dass die Europawahl ja wohl ziemlich knapp war, innerhalb Wilhelmshavens betrachtet. So waren es etwa 8502 Stimmen. So stand es zumindest in der Presse für die CDU. Und es waren bei der gleichen Europawahl in Wilhelmshaven wohl 8470 Stimmen für die SPD. Ja, das sind ja noch nicht mal 50 Stimmen Unterschied. 50 Leute mehr oder 50 Leute weniger würden bedeuten, die CDU ist nicht mehr Platz 1, sondern die SPD wäre auf Platz 1 in der Stadt. Hat natürlich auf die Europawahl jetzt im Ganzen wenig Einfluss. Aber ich wollte es einfach mal berichten. Etwa 30 Stimmen. Etwa 30 Stimmen machen Platz 1 oder Platz 2 aus. Sagt mir also nicht, unsere Stimme ist ja gar nichts wert. Das bringt doch sowieso alles nichts. 30 Stimmen. So knapp. Wahnsinn, oder? Wollte ich nur mal berichtet haben, weil ich es eigentlich spannend fand, dass es so knapp zusammenliegt. Das war's von mir heute und ich sag tschüss bis zum nächsten Mal.